Servus, grüßt euch. Folge 30 am Start. Let's go. Wie immer, ihr macht den Geschmarre mit Glockengedönse, abonnieren, liken und so weiter und ich spiele das Spiel. Viel Spaß, Folge 30. Horizon Forbidden West. Let's go. Wir haben geschafft. Die Brutstätte haben wir überlebt. Jetzt können wir neue Maschinen überbrücken. Und ich habe es gerade eben auf Video probiert, mit Maus und Tastatur zu spielen, weil ich halt ein ganz krasser Rebell bin. Aber It's a Sony hat es natürlich nicht gestattet, dass man das Spiel mit Maus und Tastatur spielt. Zumindest so, wie ich es probiert habe. Einfach mal angesteckt, Maus, Tastatur, Wireless und Non-Wireless. Aber hat nicht funktioniert, hat nur die Tastatur und die Maus erkannt, aber mehr nicht. Die sind ja alle blöde. Weißt du, was ich meine? Die sind alle blöde. Schau es nochmal hier oben. Na, passt. Alles Roger. So, also wie immer. Viel Spaß, Folge 30, Action Jackson. Wenn ich wieder mal auf Gagstyle das Ganze hier. So. Gut. Ich fettfing halt ziemlich viel, wenn ich irgendwas drücke. Achso, ich kann mir keine herstellen, weil ich keine habe, okay. So. Na gut, na gut. Oh, ich dachte, das ist ein großer Wurm da. So eine Brücke. Okay, was ist denn eigentlich jetzt Sache? Wir haben die Mu-Basis besiegt. Wir haben alles gehackt, was nur geht. Und jetzt ist dann die Hauptquest. Die wäre eigentlich gar nicht wollen. Erstmal ist ein Nebenquest hier. Schatten im Westen. Achso, lass mich erstmal markieren hier. Warte, Nebenquest, Schatten im Westen, let's go. Was ich noch anmachen könnte, ist einen stärkeren Aim Assist. Dann ist, glaube ich, der Aim Assist wie bei Dying Light am Controller. Man schießt 10 Meter nach rechts und ist genau ein Kopfschuss. Das habe ich letztes Mal getestet. Ich dachte, ich spinne. Ohne Geschmarre. Ich dachte, ich spinne. Aber so ist es heute. Vielleicht kriegt man das halt nicht einfacher und besser hin. Mit Controller, dass man den Aim Assist halt haben muss. Also das ist halt quasi das Gegenstück dazu, dass es halt nicht die Maus ist. Ich bräuchte mehr Beutel hier, muss ich tragen können. Wenn ich so ziehen, keine Ruhe geht. Aber wenn eine Rebellion der Maschinen neben mir ist, ist es nicht einfach. Wieder ein paar Kräuter sammeln hier. Oh, das brauche ich. Kann ich den Vogel auch töten? Nee, oder? Oh, da, doch. Ja, ich brauche für meinen Köche irgendein... nee, ich brauche ein Wildschweingedönse. Stimmt, ein Stach... Nee, was für ein Schwein war das? Irgendein Schweinchen. Nabelschwein? Auf jeden Fall brauche ich... Der Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Auf jeden Fall brauche ich für irgendetwas auch ein Dingsbums. Ein... irgendwas vom Vogelfedern oder so ein Scheiß. Ich könnte ja es aufbauen, aber so ein bisschen hier in der Gegend rum, im Freien. Aber das sieht echt cool aus.
Silens Koordinaten scheinen zu diesem Wrack zu passen. Silence, I kill you. Hat er Hades auf noch einem Titan installiert? Wir könnten mal kurz auf den Grafikmodus schalten. Und schauen, wie das ausschaut. Von hier. Boah, also das laggt wie Sau. Wie habe ich das am ersten Tag nur so spielen können? Ich habe am ersten Tag so gezockt. Ich war ja so kaputt am ersten Tag von Battles, habe ich ja schon mal erzählt, glaube auch im Video. Dass ich... Wie kann man... Das sieht jetzt im Video nicht so schlimm aus, aber hier bei mir beim Monitor schaut das richtig ruckelig aus. Das sind nicht 30 Frames, das sind 2 und... 2, 2 und... 2, das war's. Schade. Dass man dann bei der... Und das ist 1080p. Imagine, du willst es auf 4K spielen und willst halt mehr Frames. Lol. Aber wollen es mit Schweren, es sieht geil aus und wir haben Spätzle. Wir müssen nicht immer diese Grafik-Schweine sein. Ne? Es sieht geil aus und das macht Spätzle. Das war's. Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Don't coloring the hands. Mhm. So. Was ich deaktivieren wollen würde, wenn das geht, es ist bei der Maus so eine Art Beschleunigung, ist beim Controller auch. Dass wenn du mehr drückst, dass die Bewegung sich verändert. Damit habe ich Probleme. Dass die Bewegungen anders von der Geschwindigkeit her sind. Wenn ich etwas bewegen könnte, das wäre gleichmäßig, wäre es okay, aber es ändert sich, je mehr du bewegst von der Geschwindigkeit her. Das ist sowas ähnliches wie Mausbeschleunigung. Da ist Gelb. Hold you tight! Gelb Main. Also ohne Witz, in der anderen Welt waren so viele Maschinen. Jetzt habe ich welche. Kann ich die überbrücken? Nee, eigentlich brauche ich Metallschrottteile hier. Ich habe für die Reparatur meiner Maschine so viel ausgegeben. Wie viele sind denn das hier? Ach du Kacke. Das sind so Bullen, oder? So krass, wie das variiert mit meiner Sicht. Dann tun wir noch mal scannen lassen. Ich sehe ja die Schwachstellen eigentlich. Ja, Dying Light. Dying Light ist das Beste. Kann ich nur empfehlen, Chicky. Dying Light ist super geil. Ja, ich ja auch nicht. Ich ja auch nicht. Verstehe ich vollkommen. Den habe ich schon gezockt. Aber kannst du ja machen. Wow. Hey, steh auf. Würde ich auch gerne noch meinen ersten zocken eigentlich. Hätte ich sogar machen können, aber nicht im Stream. Weil es verboten in Deutschland. Ich kann noch. Ich weiß, genau, das ist das Problem. Komm schon, einen HP.
kann ich jetzt machen? Warte, da ist den Super-Super-Modus aktivieren. Gott, Freund. Der Modus aktiviert. Jetzt habe ich keine Munition bei der Super-Modus, bei der Meta. Geil. Diese Maschinen wurden wohl überbrückt. Ich muss vorsichtig sein. Wo ist denn der andere noch? Moin. Ach, da. Ach, da ist der. Ach, der gehört ja auch nicht zu mir. Ich dachte, es ist Bro. Alter, was ist mit dir? Was ist denn? Willst du? Was ist denn mit dir? Kopfschuss? Wow. Was ist denn mit dir? Ich kann meine Heildinger nicht nachfüllen. Ich habe keine Heilteiler mehr. Und irgendwelche Tränke? Nee, oder? Nee, habe ich nicht. Ich habe nichts mehr. Ich muss weg. Zum Glück habe ich die Skillung, dass ich dann da... Jetzt habe ich es wieder. Passt, ich muss nur kurz... Ey! Ich habe halt null Übersicht gerade hier. Jetzt aber komm, wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Geskillt und sich gecheckt, wie ich das nutze. Schicki, sind Jahre vergangen mit der Ulti da. Ich dachte, der Typ gehört echt zu mir. Das ist doch noch am Leben, oder der andere? Dachte ich. Der macht doch noch irgendwo rum, oder? Das ist doch das Geräusch, das er da macht, der Typ. Aber mein Scan sagt, zeigt nichts an. Die Kampfmusik ist aber da. Schau, das ist immer so komisch groß nah ranzoomt, Alter. Also eigentlich schicki. Wenn du Teil 1 kennst, tue ich dich halt hier gar nicht spoilern. Ich renne halt rum in der Gegend, schieße irgendwelche Maschinen ab und fertig. Und ich mache halt alles Sidequest und irgendwann, wenn ich keine Sidequest mehr mache, ich die Main Story weiter, dann habe ich dann wieder Sidequest. Und dieses Ramzoomen, dann die Steuerungsveränderung, ne, bei dem Ding ist auch wild. Den ganzen Scheiß werde ich nicht geloten, aber egal.
Eine Herde Plünderer ist immer gut, um Teile zu erbeuten. Finger weg, sonst wirst du es büßen. Ah. Hier drüber! Ist so Maschine auch gleich da, oder was? Wow, 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 was ist das? Yo, sehe nichts. Holt Hilfe! Vernichtet sie! Die hat gar nicht getroffen. Hä? Yo! Hallo, ich hänge hier fest. An und dann kann er hier mit dem Bogen nichts anrichten. Jo. Falsche. Hallo. Nein, ich will nicht das. Ich will. Hallo, lass mich. Also diese Steuerung mit dem Analogstick. Also das kannst du einfach. Hab keinen HP mehr. Ich werde sterben. Ich habe auch keine Tränke. Nichts. Weiß nicht, was ich da machen soll. Kann ich gleichzeitig das Ding nach oben drücken, hier so. Irgendwelche Bären irgendwas sammeln. Ich hätte echt mit meinem Ding kämpfen müssen, ey, mit meinem Pferdchen da. Das schaffe ich. Moin. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Ich brauche heilende Beeren. Stein bringt mir auch nichts jetzt. Normalerweise ganz viel auf diesen Dingern da. Aber kein einziges und auch kein Heiltrank, nichts. Kann ich diese Heiltränke nicht herstellen? Oder wie mache ich denn das generell? Mit schon mal Reinigungstrank, Gesundheitstrank, Stein, das Schnellreisepaket. Ah, hier habe ich einen schon mal. Wie nutze ich den? Achso, einfach nach unten drücken, okay. Das war wild, sage ich euch. Dass ich wieder wegschicke, weil du Angst vor Spoiler hast, weil ich hier rumlaufe. Einfach so random in der Welt und Tiere töte. Ist eigentlich Technicus auch nicht da, wegen Spoiler?
Der hängt doch normalerweise immer ab hier. Aber seitdem ich Story Games zocke, ist Welt mit dem hier. Welt mit dem. Technik, was war's mit dir? Das ist ja verrückt. Ich bräuchte so ein paar Kräuter, wäre ganz nice. Wie viele von denen hier da sind. So ein Typ und überbrücken oder was? Der ist noch nicht tot. Ja, doch mit dem Main-Schlag hier. Und noch mit dem Umschubschlag, mit dem. Komisch. Du suchst ein Programm, Shiggy. Irgendwas Schlimmes, was du mir nicht sagen kannst. Das ist bestimmt nicht egal, was du da machst. Ich muss mich um die restlichen Eclipse-Wachen kümmern. Überraschung! Ich wollte einen Halter eintrinken, aber keine Chance. Ich brauche Kräuter, dass ich mich heilen kann. Heiltrank dauert zu lange. Ja, ich kann da nicht. Ich kann da nicht ohne Heiltränke hingehen, irgendwie. Müsste es auch vielleicht ein bisschen heimlicher machen, ne? Da sind schon viele da. Das sind schon viele da. Und die dürfen da nicht Alarm auslösen. Lass mal schauen hier. Also ein paar Dinge erfinden. Man muss vorbereitet sein. Ja, finde ich auch. Ich muss mich um die restlichen Eclipse-Wachen kümmern. Jo. Hier war doch einer. War nicht noch einer hier irgendwo? War nicht einer hier so ein. Das sind Leute. Und Tao, werden sie gezwungen, diese Ruinen freizulegen? Plasma bringt hier nicht viel Schaden. Das sind die hier, das sind die Bösen, oder was? Scheiße, ich kann den nicht still ausschalten, weil die Ding da ist. Ich muss mich um die restlichen Eclipse-Wachen kümmern.
Ich wünschte, ich könnte damit mit einem Schuss den ausschalten. Drei Pfeile auf einmal. Kopfschuss Tarnkill. Okay. Ach so, du willst durch dieses Autoprogramm da, was es gibt, aufnehmen lassen. Highlights von Apex. Gibt es so ein Programm, was dann, du tust du rumspielen, nachher tust du das Auto aufnehmen und dann tust du da so die Clips dort machen. So. Macht halt als Nahkampf gar keinen Schaden. Hey. Yo! Alter, wie krass. Hallo? Sichtkontakt! Fuck! Ey, nicht. Was ist? Wieso kriegst du auf. Das ist nie auf den Baum gebrochen. Jo. Ich hätte mich hier verstecken können, wa? Voll wild hier. Greift sie an! Ja, ich weiß, ich kenne das. Entweder versteckt oder geflohen. Habe ich auch mal gedacht für Stream oder sowas, aber das ist mir zu unpersönlich, das ist halt komisch. Hier starten wir. Die Jagd beginnt. Die wollen sich verstecken? Aber so für normal Otto-Verbraucher geht's ja. Irgendwelche random Clips halt zu posten, ist halt doof. Der Feind muss hier sein. Moin, Janke, was geht? Du willst also Spielchen treiben, was? Okay, dann habe ich die zumindest geschafft hier. So, ob ich jemals schaffen werde, das Lager einzunehmen, seht ihr dann in der nächsten Folge. Wie immer, macht euer Job. Liken, abonnieren, kommentieren und so weiter. Diese Folge ist hiermit zu Ende. Kuss.